ist Winter im Klimansland. Oh. Sieht echt ein bisschen traurig aus hier. Ja, es ist Winter, aber es sieht auch gleichzeitig schön aus. Guck, was wir haben. Einen eingefrorenen Teich. Den wollen wir heute befahren. Ey, es hat jetzt 4 Tage gefroren. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Okay, wir brauchen Schlittschuhe. Ich habe schon lange keine mehr, seitdem meine Füße ein bisschen größer geworden sind. Geh mal rede hier in die Mitte. Oh, es geknackt schon wieder, ne? Über Eis, ey. Ey, das war echt nicht. Über Eis, ey. Aber das friert doch seit einer Woche. Ey, ich glaube, wir brechen hier nachher ein. Wenn wir Schlittschuh fahren wollen, dann jetzt. Es wird nie wieder besser als jetzt. Wir sind hier in Norddeutschland. Wir haben, wenn wir Glück haben, 2 Tage Frost. Jetzt haben wir eine Woche Frost. Das nutzen wir jetzt, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Komm, Jenny, ich baue einen Schlittschuh. Ich habe jetzt aus unserer Metalllage einige Stücke zur Vorbereitung. Zum Bau eines Schlittschuhs sind einige Informationen elementar wichtig. Es ist nicht einfach nur eine Metallschiene, auf der ihr fahrt. Sagen wir mal, das ist jetzt eure Kufe, ne? Dann fahrt ihr ja nicht auf diesem Ding, sondern wenn du jetzt nur das Teil anspitzen würdest, dann würdest du nur Grip haben, wenn du dich 45 Grad anstellst. Also wenn du so fährst. Oh. Deswegen schleift man Schlittschuhe so, dass man da so eine Art Biegung reinmacht. Das könnt ihr euch ganz gut merken. Eine Standard-Hohlkehle ist ungefähr der Radius von einem 2-Euro-Stück. Das machen wir jetzt quasi ganz einfach. Also wir nehmen uns dieses Teil, schleifen hier so eine Kante rein, dass wir nicht vorne direkt verkanten und hinten auch nicht. Ich habe sowas gefunden, was im Grunde ein fertiger Schlittschuh ist. Da musst du jetzt nur noch Schlitze reinmachen und dann einen Schuh drauf. Das ist schon ziemlich schwer. Ich würde den jetzt 2 teilen. Ich brauche das nicht, Jenny. Doch. Mach mal. Aua, Mann, das ist über die Ohren und alles. Setz du die lieber auf, dann kriegst du keinen Splitter ab. Das ist mein einer Schlittschuh. Da passt mein Fuß auch genau drauf. Also wichtig ist bei diesem Projekt, den Fuß ordentlich zu stabilisieren. Das ist sehr, sehr wichtig hier. Mal gucken, ob ich da überhaupt so drauf stehen kann erstmal. Oh, nicht, dass du mir auf die... Oh Gott. Ey, das wird so scheiße. Ich glaube, das geht nicht. Doch, das geht, glaube ich, Jenny. Aber kipp mal... Ja gut, ich bin jetzt auch nicht festgeschnallt, wa? Wa? Ist schon schwierig. Du kannst ja viel besser. Für Jana hatte ich nämlich eigentlich sowas geplant. Da flexen wir einfach so ein Rechteckrohr auf und hast du Doppelhalt. Das ist so wie ein Stützrad für Schlittschuhfahrer. Für mich habe ich nämlich noch ein Skateboard. Gut, dass wir gerade ausgetestet haben, dass der Teich gerade nur uns hält. Jetzt schieben wir da noch 100 Kilo Metall drauf. Wieso kannst du darauf so gut stehen? Ich kann dich auch Huckepack nehmen und immer noch gut balancieren. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich seine Schlittschuhe selber gebaut hat. Du schon mal? Nein. Oder die haben alle nicht überlebt. Machen wir hier so eine kleine Rundung rein. Das ist jetzt das Wichtigste. Wir kommen jetzt zum Schliff. Also, so sah es vorher aus. So haben wir es jetzt gemacht, dass wir nicht mehr an den Kanten hängen bleiben. Das ist vorne, da wo wir die ganze Zeit Schwung holen. Also jetzt kommt unsere Hohlkehle hier in die Mitte. Das heißt, wir nehmen erst einmal eine Flexscheibe, machen hier so einen kleinen Schlitz rein und dann geraten wir die hier mit ein bisschen aus. Ja. Weißt du, was ich immer voll gefährlich finde? Hier ist ein Knopf dran zum Feststellen von dem Rad. Und ein Knopf macht die an. Wenn ich die Knöpfe verwechsel und das abtrennen will, schneide ich mir den Finger ab. Finn Kliemann, jetzt setz sie auf. Sonst spiele ich nicht mehr mit. Ich habe zum Glück vorher mein Augenlid zugemacht, als ich es kommen sehen habe. Ja, guck hin! Ja! Das sieht irgendwie komischerweise schon okay aus. Jetzt versuchen wir das mal auszuhöhlen. Das geht echt! Geil! Das hätte ich nie gedacht. So. Geil. Ich habe eine perfekte Kufe gemacht. Ich werde wahnsinnig, ey. Guck mal, Alter. Wie geil ist denn die, ey? Es ist eine richtige Kufe. Ich hätte nie gedacht, dass das funktioniert. Ein bisschen steil geworden. Aber steil, ich bin ja ein schneller Fahrer vermutlich. Da kann ich dann vernünftig kanten. Aber jetzt noch mal ganz kurz hier 2 Schlitze rein, dass wir da gleich unsere... 3 Schlitze, Ben. Wieso 3? Ja, 1, 2. Und da unten durch, oder wie willst du das machen? Ja, hier kommt ein Schlitz durch, da und da. Ja, aber du kommst ja nicht unten. Willst du unter den Kufen? Geht ja wohl nicht. Jenny, so rum. So, so und so. Und wie willst du das denn
durchfädeln. Ja, hier kommt der eine, kommt da, der andere kommt hier. Du bist der Erfinder. Ah, voll Nacken. Das Metall ist so dick. Das Metall ist saudick. Oh, das dauert viel zu lange hier. Das dauert mir jetzt zu lange. Ich muss 4 Schlitze machen. Einer dauert 2 Minuten. 2, 4, 6, 8 Minuten. 8 Minuten, das wird zu lang. Mal 2, 16. Mal 2, ich muss noch einen zweiten bauen. Und ich muss deine noch bauen. Und ich will mein Skateboard noch bauen. Ich will jetzt Schlittschuh fahren. Mann, ey. Kann ich das nicht irgendwie anders befestigen? Ich habe so Boots, vielleicht ist da Metall drin. Das geht nicht. Warum nicht? Vielleicht geht das doch, warte mal eben. Ist es kalt? Ja, ich habe meine Unterhose vergessen. Was? Geil. Ich habe meine Unterhose vergessen. So, guck mal, Jenny, was ich habe. Meine alten Moped-Boots. Und die haben hier vorne so eine kleine Steigkappe. Wenn wir die jetzt festschweißen, habe ich doch einen richtig tipptopp Schlittschuh oder was? Das geht nicht. So nicht. Bin mir unsicher, ob ich den nicht müsste. Also hinten müsste ich jetzt noch vielleicht eine Halterung drum zwirbeln, aber ansonsten. Lass mal eben das kurz rausstellen, bitte. Hallo Franzi. Ich komm ein Stückchen raus. Fass mal den Tisch da an, Jenny. Ach. Mann. Ich mach so, dass ich den quasi klacken kann. Ja, das ist der geilste Schlittschuh, den ich je gesehen habe. Hey, hey, hey. Das Leder brennt. Der hält. Das ist die Schlittschuhrevolution, von der wir gesprochen wurde. Jenny! Es geht! Guck mal, sieht doch geil aus. Hallo! Hallo Diplo! Willst du mit einem Schlittschuh fahren? Ja. Guck mal, meiner ist schon fast fertig. Wie findest du den? Guck mal hier. Das sieht richtig gefährlich aus, ey. Findest du? Ja. Das ist das ganz geil, dass, hier, heiß noch, ne? Dass hier so Ecken sind. Mhm. Weil wenn du dann umkippst, landest du ja quasi auf der Ecke. Ja, ja. Ich setze noch einen Punkt hier hin. Wo ist deine Brille? Welche? Hier. So, oh ja, geil. Die sieht auch cool aus. So. Was ist denn hier drin? Ein Schraubenzieher. Guck mal, an dem Schuh ist meine Stahlkappe leider defekt. Da werde ich wahrscheinlich einen normalen Schuh einspannen müssen. Hallo. Wir haben ein neues Mitglied. Dein so. Ja. Nee, ist nicht schlimm. So. So. Ich sehe nicht so gut. Es ist wichtig, dass man dich versteht. Kannst du es bitte woanders ranmachen? Debbie, es ist wichtig, dass man dich versteht. So, ich schleife kurz meinen zweiten runter und dann können wir uns um euren Schlittschuh kümmern. Mann ey, bei den Schlittschuh muss man wirklich aufpassen. Ja, das stimmt. Dass sie einem nicht aus Versehen mal hier den Fuß brechen. Also jetzt machen wir hier einen Schlitz rein, hier an dieser Ecke. Und dann kommt da quasi das Bändchen unten drunter und oben drüber. Kannst du mal so festhalten? Yes. Ich krieg alles ab. Mann, das ist so dick, ey. Den nächsten kann ich noch besser machen. Darf ich vorstellen? Deine Schlittschuh. Cool. Joel, willst du den noch ein bisschen schleifen? Also einmal hier ein bisschen die ganzen Kanten weg. Und dann brauchen wir hier eine kleine Hohlkehle drin, aber erstmal die ganzen Kanten weg. Und ich mach kurz diesen Schlitz. Sonst kommen wir nämlich hier nie fertig. Das macht überhaupt keinen Spaß. Weiß. Falk, wenn du das hörst, es ist ein SOS. SOS. Das müsste jetzt gehen. Ich habe jetzt hier einen breiteren Schlitz reingemacht als vorher. Rein mit dem Füßchen. Das wird richtig gefährlich. Oh Gott, rein mit dem Füßchen. Das sieht aber ganz schön gefährlich aus. Ey, du hast nachher bestimmt eine Bänderdehnung oder einen Bänderriss oder so. Jo. Jo, das ist jo hier. Jo. Auch zwei unterschiedliche. Wieso so, machst du nicht beide mit dem Stiefel? Weil der eine Stiefel geht nicht. Barfuß, Barfuß drauf. Das kannst du vergessen. Wie machen wir denn deine dann fest, Jenny? Ja. Wo dran überhaupt? Aber man kann ja auch einen Kabelbinder nehmen. Ich muss ja nur einmal. Ein Kabelbinder? Ja. Zwischen einschneiden, dass wir den Kabelbinder rundherum kriegen. Der eine hat seine Schuhe an eine riesen Metallplanke geschweißt und die andere macht sich zwei Metallschuhe mit Kabelbindern am Schuh fest. Es dauert mir ehrlich gesagt zu lange hier. Mir auch. Das ist scheiße, ne? Ich will jetzt Schlittschuh fahren. Ich habe keinen Bock mehr hier auf diese Scheiße. Hier stehen immer 8 Leute drumherum. Haben wir? Ja, was soll ich mit meinem Finger das jetzt runterschleifen oder was? Nee, du oder ich mit meinem Finger. Eine Fleck schnappen oder was? Was mache ich denn hier? Ja, dann mach doch einfach. Soll ich das zu 5 dran flexen? Achtung.
Mann, ey! Kann meine Brille nicht aufsetzen. Hättet ihr euch einfach alle Schlittschuhe mitgebracht, so wie ich? Ich hab keine Schlittschuhe. Ich auch nicht, ich habe mir welche geliehen. Okay. Also, wir haben jetzt unsere drei Schlittschuhe. Das sind die Schlittschuhe hier für Jana. Doppelkufe, also quasi Stützrad für Leute, die noch nicht so schnell fahren können. Die machen wir gleich einfach mit Kabelbindern fest. Das hat sich ja am effektivsten rausgestellt. Dann mein Speedschuh links. Speedschuh links. Oh, da ist schon was festgefroren. Und Slowschuh rechts. Das ist quasi die Bremse. Wenn man bremst mit Schlittschuhen, kennt man ja, dann bremst man ja auch so. Links würde ich meinen Speedschuh nehmen für die Spurhalterung und mit rechts würde ich dann zum Beispiel die Bremse ansetzen. Das wäre der. Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Schlittschuh hier. Also so, durch unsere Schiene hier. Drückst du von unten gegen? Sieht schon mal nicht schlecht aus. Gib mal den nächsten. So, jetzt pass auf, jetzt kommt der mein Clou. Mein Fuß fällt ab. Jetzt kommt der nämlich. Oh, das passt nicht. Es ist super. Das ist ein richtig schönes Projekt, finde ich. Weil heute richtig schönes Wetter ist. Es hat auch den ganzen Tag Spaß gebracht. Ohne Tiefen. Das macht überhaupt keinen Spaß. SOS. Ohne Tiefen. Es gab nur Ups. Ich habe keinen Bock mehr hier auf die Scheiße. Ja, dann mach doch einfach so wieder zu fünf dran flexen. Stramm genug? Oder ja, ist fest. Das ist nicht fest, Jenny. Ja, dann mach doch nochmal die Hacken. Pass mal auf, jetzt kommt der Trick nochmal. Ja, von vorne da durchfädeln. Hier, so. In meinem. So, und jetzt machen wir den Hacken. Ziehen wir den Hacken damit zurück. Dann kann der Schuh nicht mehr raus. Siehst du? Oh, der Speedo-Schuh, da mache ich mir ohne Scheiß gar keine Sorgen. Der geht. So, jetzt den anderen. Jenny, warum ist dein Bein jetzt dazwischen, Jana? Ich weiß nicht, ich dachte, das ist ab. Dass das dich entlastet. Ich muss den irgendwie nur nach hinten abspannen hier. Kannst du doch, du musst ja nur dazwischen. Ja, mach mal. Ah nee, das hätte da noch drunter gemusst. Super, die Technik. Hä, guck mal, jetzt bin ich hier einfach, jetzt habe ich einfach einen Kabelbinder am Schuh hier. Das geht nicht hier. Warum hält das bei dir so gut, Mann? Franzi, können wir schon mal ein Foto auf dem Eis machen? Von jemandem mit einem Handy? Warte mal, ich möchte mit. Nö. Doch. Du bist der Oberloser. Ich geh mal durch da. So, Kinder. Ja. Das sind die schlechtesten Schlittschuhe, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Ja, das ist normal. Klar, komm, das Demi. Ist immer so beim Schlittschuhfahren. Aua. Da kommt doch. Mein Schuh knickt komplett ab. Meine ganzen Bänder sind einfach nur ums Bein gewickelt. Ich kriege keinen richtigen Speed drauf, weil mein Fuß die ganze Zeit abknickt. Ich fühle mich wie bei Germany's Next Topmodel. Ey! Hier geht's gut. Und jetzt du. Mach weiter auseinander. Ich bin nicht weit genug runtergekommen. Ich habe auf dem rechten Schuh halt keinen Grip. Der Stein beruhigt mich ein bisschen, ja. Dass der nicht einsackt. Fins gehen natürlich nicht. Das war ja klar. Das war ja klar. Oh. Geht nicht mit deinem. Oh, rückwärts geht nicht. Mach nicht so schnell. Demi! Ja, ich kann bremsen. Ich breche mir gleich die Achillesferse. Kannst du mal den kurz durchknippen da hinten? Welchen? Einen von den Assis da. Jetzt probieren wir noch mal kurz unser Skateboard aus. Wenn die Hacke kaputt ist, kann man umsatteln. So, damit wir jetzt hier ein bisschen Grip haben, hier so eine abgewetzte Drahtbürste. Hey, 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 aua! Oh. Du hast ein bisschen Dreck am Schuh. Ja, ich nee, hier, das ist mein Speedschuh hier unten. Der hat halt richtig Grip. Doch. Es geht. Aber guck mal, wenn das aushält, haben wir gar nichts mehr zu befürchten. Du steckst fest. Wir holen ein Auto gerade. Oder einen Trecker. Demi, pass auf! Klar. Oh. Oh. Oh.
bisschen schneller werden. Kakaopause. Sehr schön, Diggi. Richtig geil. Was für ein Run! Boah, das war schön, du!